So. Er gehört mir. Waffenenergie verbraucht. Nein! Das kann nicht sein. Schade. Das Ding braucht nämlich 20 Energie pro Schuss. Das ist mega teuer. Aber ist auch eine mega coole Waffe. So, wo ist denn jetzt der letzte eigentlich? Irgendwo muss noch einer sein. Die Frage ist nur, wo? Ah, da hinten ist noch einer. Okay. So. Und es gibt übrigens noch einen anderen Schuss. Ein riesen Plasmatorpedo. Ist da oben noch einer? Nee. Ich muss da hinten mal ganz kurz rein. Ich glaube, da sind noch Klingonen. Dann töten wir die noch mal. Ich frage mal übrigens mal ganz kurz in die Runde, wie gefällt euch eigentlich das Spiel? Toll. Daneben geschossen. So. In Deckung! Exzellent. Geil. So, haben wir das gemacht. Sehr schön. Liebe ich ja sowas. Hallo. Entschuldigen Sie. Können Sie später nochmal darauf zurückkommen? So, auf zum Casino. Wir treffen uns jetzt mal mit Helcia. Mit dem Photon-Torpedowerfer im Übrigen. Ich bringe mal Waffen zu Dates mit. Deck 2, Casino. Ganz wichtig, immer Waffen zu Dates mitbringen. So. Wo muss ich hin? Erstmal über Klingeln ist ganz wichtig. Das ist Casino, glaube ich. Hallo. Hallo, Miss Murphy. Was darf ich Ihnen heute bringen? Wie wäre es mit etwas takalianischem Wein? Eine hervorragende Wahl. Finde ich auch gut. Hätte ich auch gerne. Das ist rübergebeamt. Nelix? Ah, Fenrich. Ich höre, Sie haben sich zu einem echten Helden entwickelt. Das muss faszinierend gewesen sein, die Ätherianer, diese seltsamen Scavenger und dann die verflixten Borg. Wenn Sie mich fragen, wartet bald eine Beförderung auf Sie. Das hoffe ich doch. Entschuldigen Sie. Alex? Hallo. Kann ich Ihnen beiden etwas bringen? Nein, danke. Entschuldigen Sie. Ja, Monroe? Hi. Commander Fenrich, kann ich Ihnen etwas bringen? Danke, Nidix. Ich brauche nichts. Nein, das ist toll. Was ist das? Pastete. Was für eine Art Pastete? Oh, nur Pastete. Was für eine Pastete? Lurinax Wühlschabenpastete. Guten Appetit. Ein wenig abenteuerlicher als geplant, was, Tom? Ein wenig? Wühlschaben, sehr gut. Und Belana sagt, das Isodesium funktioniert hervorragend. Das ist gut zu wissen. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der sich sehr viel besser fühlen wird, wenn wir aus dieser Todesfalle raus sind. Hört, hört. So. Hey! Ich bin beschäftigt. Besatzungsmitglied. Können Sie nicht sehen, dass ich arbeite? Nein, danke. Michael? Was? Ja, die arbeiten alle mega. Ist übrigens sehr geil, wenn du dir diesen Raumschifffriedhof dann hast und alles. Also es ist nur ein PNG, was hier reingerendert ist, aber es ist schon irgendwie cool. Das ging halt früher nicht besser. Aber es war schon echt geil. Kann man nicht irgendwas sehen? Nee, ne? Man sieht nicht wirklich was. Entschuldigen Sie. Ich glaube nicht, dass man jetzt schon selbstgefällig werden sollte, Alex. Wieso? Ich will doch bloß mit dir reden. Darf ich offensichtlich nicht. Nelix? Nun, ich hoffe nur, dass das Isodesium auch funktioniert. Alle Systeme an Bord sind schwach, einschließlich der Replikatoren. Naja, wird schon. Entschuldigen Sie. Ja? Darf ich Ihnen etwas bringen? Ja, bitte. Hey, Alex. Hi. Hi, Telsia. Scheint, als ginge es langsam bergauf. Scheint so. Tuvok hörte sich recht zufrieden an. Er gewöhnt sich wohl langsam an Sie. Da bin ich mir nicht so sicher.
Ach, er muss sie einfach noch etwas besser kennenlernen. Wissen Sie, ein paar Mal dachte ich schon, Sie würden es vielleicht nicht schaffen. Ich bin froh, dass ich mich geirrt habe. Danke, ich auch. Also, ich habe mich nur gefragt... Und? Wie ist der takalianische Wein? Ich habe gehört, 2245 sei ein hervorragender Jahrgang. Oh, ja, sehr gut, danke. Unterbrich uns nicht. Also, ja? Ich gehe jetzt besser duschen. Wir sehen uns dann später, Alex. Okay, bis dann. Darf ich mit duschen? Verdammt. Schade. Was? So. Austin! Was? Austin! Commander? Gute Arbeit, Fenrich. Ihre Mannschaft war wirklich spitze. Danke, Sir. Tom? Hey, Monroe, das mit dem Borgschiff haben Sie gut gemacht. Wir schulden Ihnen was. Danke. Oh, ich hätte gern die Pastete. Auch wenn es Wühlschaben sind. Vollkommen egal. Entschuldigen Sie. Sorry, Monroe. Sie werden ein bisschen warten müssen. Okay. So, das haben wir alles. Juro? Ja, Monroe? Hey, was ist das? Hm. Was? Ich sehe nichts. Da draußen? Zwischen den Trümmern, sehen Sie? Hey, ja. Da bewegt sich etwas. Da draußen. Nein, das ist nur Schrott. Nein, es kommt näher, sehen Sie? Sie haben recht. Was kann das nur sein? Ich weiß es nicht. Sieht aus wie eine Art Schiff. Das Ding kommt direkt auf uns zu. Was es auch sein mag, es sieht nicht sehr freundlich aus. Die Harvester. Alle Führungsoffiziere bitte im Konferenzraum melden. Monroe, Sie kommen besser mit. Sehr schön. Mit den Krallen, die reißen das Schiff auseinander. Vorschläge? Hat jemand eine Ahnung, was das für ein Ding ist? Ich glaube schon, Captain. Die logischste Annahme wäre, dass die Forge einen Harvester geschickt hat, um die Voyager auseinanderzunehmen. Ich hätte befürchtet, dass Sie das sagen würden. Ich habe die Aufzeichnungen, die Seven vom Borgschiff mitbrachte, mit meinen eigenen Sensorenscans kombiniert. Ich stimme mit Sevens Einschätzung überein. Halt, eine Sekunde. Hat eines dieser Schiffe nicht einen Borg-Kubus in Stücke gerissen? Ja, die Harvester scheinen sich an gestrandete Schiffe zu hängen und gewaltige Krallen zu benutzen, um das Schiff wortwörtlich auseinanderzureißen. Inzwischen entern die Harvester das Schiff, plündern die Ausrüstung und entführen die Crew. Das Resultat ist verheerend. Toll. Danke fürs Aufmuntern. B'Elanna, wann werden der Warp-Antrieb und die Verteidigungssysteme wieder funktionsfähig sein? Nicht bald genug, Captain. Das Isodesium hilft zwar, aber es wird trotzdem noch mehrere Stunden dauern. Und? Hat jemand einen Vorschlag? Ich glaube, ich habe in den Aufzeichnungen der Ätherianer etwas über ein Kampfschiff gesehen, das ebenfalls hier festsitzt. Ja. Die Technologie ist übereinstimmend mit der der Spezies 1567. Diese war in einen weitreichenden Krieg verwickelt, in dem sie riesige automatisierte Kampfschiffe, die sie Dreadnoughts nannten, aussandten, um feindliche Außenposten zu vernichten. Sie besaßen eine beeindruckende Feuerkraft. Hört sich an wie eine riesige Kanone mit Autopilot. Im Wesentlichen, ja. Wenn wir an Bord gelangen, richten Sie sie auf die Harvester. Wir könnten die Harvester wegpusten, bevor sie die Voyager erreicht. Vorausgesetzt, wir können sie benutzen. Meine Scans weisen jedoch darauf hin, dass das Schiff noch Energie hat. Lebenszeichen? Ich registriere keine. Ich sehe keine bessere Möglichkeit. Tuvok, stellen Sie mit Monroe einen Plan für das Hazard-Team zusammen, aber schnell. Wir haben nicht viel Zeit. B'Elanna, tun Sie Ihr Bestes, um unsere Verteidigung schneller wiederherzustellen. Ich werde mein Bestes geben, Captain. Wegtreten. Sehr gut. Was Sie... Ja. Die Dreadnought scheint im Wesentlichen eine riesige automatisierte Waffe der Massenzerstörung zu sein. Dieses Schiff hat nur einige wenige identifizierbare Bereiche. Bei diesem vorderen Bereich scheint es sich um die Kontrollsektion zu handeln. Die Geschützrohrsektion scheint 700 Meter lang zu sein. 700 Meter? Die hinteren Sektionen scheinen für Munition, Energie und Antrieb zu sein. Unser Ziel wird sein, die Kontrollsektion zu erreichen und auf die Harvester zu feuern. Woher wissen wir, ob das Ding noch funktioniert? Das wissen wir nicht.
Wir haben eine aktive Energiequelle registriert und das Schiff scheint nicht schwer beschädigt zu sein. Tatsächlich glauben wir, dass diese Waffe nie abgefeuert wurde. Da unsere Sensoren ihre Hülle kaum durchdringen, ist es schwer festzustellen, in welchem Zustand sie sich befindet. Hm. Wie lange dauert es noch, bis die Harvester hier eintreffen? Schätzungsweise 3 Stunden und 47 Minuten. Das ist nicht viel Zeit. Aber wir könnten Glück haben. Wie Sie sehen, haben wir in Ihrer Hülle einen Riss entdeckt. Was immer das getan hat, es könnte... Wir müssten uns durch diesen Riss direkt in das Schiff beamen können, wodurch wir Zeit sparen, da wir sonst per Shuttle hinüber müssten. Von hier aus gelangt man innerhalb weniger Minuten zum Kontrollzentrum hier. Ich selbst, Chang, Telsia, Chell und Xetlos werden uns hineinbeamen und Tuvok zum Kontrollraum eskortieren. Hört sich nach einer etwas starken Eskorte für ein herrenloses Schiff an. Wir werden diesmal kein Risiko eingehen. Wenn alles gut geht, wird Tuvok die Waffen auf die Harvester abfeuern, sobald wir ihn in den Kontrollraum gebracht haben. Und es wird noch eine Voyager geben, zu der wir zurückkehren können. Noch Fragen? Gut. Holen Sie Ihre Ausrüstung und melden Sie sich im Transporterraum. Wegtreten. Klingt doch nach einem Plan. So. Einmal speichern. So, holen Sie Ihren Helm aus Ihrem Schrank, gehen Sie zum Ausrüstungsraum und besorgen Sie sich Ihre Waffen für die Mission, begeben Sie sich mit Ihrem Team zum Transporterraum und beamen Sie sich zur Ausmission. Sehr gut. So, was ich übrigens vorhin noch sagen wollte, das Geile ist, was mir in diesem Spiel unglaublich gefallen hat, dass sie die Original-Synchronsprecher genommen haben, die Deutschen. So, einmal Helm nehmen. Hier ist leider nichts anderes drin. Hi. Sind Sie in Ordnung, Austin? Mir geht's gut. Alex, was wissen wir über diese Harvester? Nicht viel. Wir wissen, dass sie ein Schiff in Stücke reißen können und dass sogar die Borg Angst vor ihnen haben. Sie sind völlig resistent gegen die Assimilation. Na, dann sollten wir uns wohl besser in Bewegung setzen. Manche Sachen muss man nicht herausfinden. Klingt nach einem Plan. Telsia? Ja, Alex? So, Chang. Austin! Ich rede später mit Ihnen. Okay. Ich hoffe nur, Tuvok hat recht und dieses Kampfschiff funktioniert. Ich glaube nicht, dass ich diesen Harvestern von Angesicht zu Angesicht begegnen möchte. Tuvok hat für gewöhnlich recht. Wir haben jede Menge Zeit, auf das Schiff zu gelangen und zu feuern. Danach sollten wir wieder freikommen. Ja, aber Sie wissen doch, was man sich erzählt. Was? Wenn Sie am Ende des Wurmloches ein Licht sehen, ist es wahrscheinlich ein Photonentorpedo. Mann, Cher, manchmal schaffen Sie es, dass ich denke, Murphy muss ein Bullianer gewesen sein. Wer ist Murphy? Kennen Sie nicht Murphys Gesetz? Ah, vertrauen Sie mir, er würde Ihnen gefallen. Mitch? Was? Halt, bleib da. Ah. Ciao. Sorry, Monroe, ich muss das hier zu Ende bringen. Okay, so. Hey, Monroe, Sie beeilen sich besser. Das Harvester-Schiff sieht nicht gerade freundlich aus. Hallo, mein Täterungewehr bitte. Danke. Oviedo? Können Sie später nochmal darauf zurückkommen? Klar. Los! Auf zum Transporter-Room. So. Los! Hallo. Tuvok? Ist irgendetwas? Nein. Entschuldigen Sie. Tut mir leid, ich habe keine Zeit zum Quatschen. So. Einmal speichern und gut ist. So, ich muss nach hinten wahrscheinlich. Nein, nach vorne. Okay. Energie. So, und jetzt ein Headshot. Koordinaten erhalten und eingegeben, Sir. Energie. Sehr gut. Energize. Der Bruch. Oh, diese Zwischensequenzen sind unglaublich laut. Die Schwerkraft ist ein bisschen gering hier. Wir hätten Gravitationsstiefel mitnehmen sollen. Es gibt auf dieser Ebene teilweise keine Energie. Was ist das? Das sieht nach Kämpfern aus. Kämpfer? Ich habe gedacht, dass dieses Schiff keine Mannschaft hätte. Vielleicht sind sie automatisiert. Wir haben keine Zeit für Spekulationen. Wir sollten weitermachen. Okay. So, Jeremy ist noch 21 Stunden vom Rangmeister der Zeit entfernt. Sehr gut. Breathe. So,
Die Tür öffnet sich nicht. Wie ich gedacht habe, es gibt keine Energie. Wahrscheinlich würden wir aus dem Riss der Hülle geschleudert, wenn wir die Tür einfach so öffnen. Wir müssen die Umgebungsbedingungen dieses Hangars normalisieren, bevor wir fortfahren. Sieht aus, als wäre eine Computerkonsole auf der oberen Ebene. Vielleicht können wir sie wieder mit Energie versorgen. Mr. Monroe, finden Sie einen Weg nach oben und sehen Sie, was Sie tun können. Okay. Ah ja. So, stellen Sie normale Umgebungsbedingungen und künstliche Gravitation wieder her. Eskortieren Sie Turbok zum Kontrollzentrum des Kampfschiffs. So. Dann hier einmal hoch. Manchmal ist das gerade in dieser Schwerelosigkeit, das ist echt ein bisschen schwerfällig alles. So, dann sind wir hier. Wow. Irgendwas hat mich jetzt runtergeboxt. Ich glaube, das ist der. Das Collision Handling da ist nicht ganz so gut. Ein Eindämmungsfeld. Und Sauerstoff. Umgebungsbedingungen normalisieren sich. Gut, wir können diese Helme abnehmen. Nein, lassen Sie sie an, bis wir zum Kontrollraum gelangen und ich die Umgebungsbedingungen für das gesamte Schiff normalisieren kann. Mr. Chell, nun können Sie die Tür öffnen. Chell, wenn ich bitten darf. Sesam, öffne dich. Mr. Monroe, gehen Sie voran. Na klar. Die Ein-Mann-Armee muss immer voraus. Vorsicht! Okay. It's quiet. Too quiet. Ah ja. Sehr gut. Sowas liebe ich, ja. Unten bleiben! Was war das? Harvester! Wie viele sind es? Feuer einstellen! Das ist ein Harvester? Das war knapp. Ich weiß nicht, er hat größer ausgesehen, bevor wir ihn getötet haben. Lassen Sie uns gemeinsam hoffen, Mr. Chell, dass Sie nicht einen von uns für einen Harvester halten. Ja, das wäre schön. Sesam, öffne dich. Mr. Chell, wenn Sie so freundlich wären. Tür auf, bitte. So, Aufzugsschalter. Los, alle reinspaziert. So, jetzt Aufzug. Bitte hier Aufzugsmusik einspielen. Das wäre sehr schön. Ich würde die Waffe auch gerne so nach oben halten. Aber, naja, geht nicht. So, ich stelle mich gleich mal in die Tür hin. Dass ich gleich mal auf irgendwas draufballern kann. Sofern hier irgendwas kommt. Das sieht hier alles nicht besonders gut aus. Das muss eine ganz schöne Explosion gewesen sein, dass das Schiff so beschädigt ist. Wir müssen zu dem Lift am Ende dieser Halle gelangen. Naja, da war ja was. So, hier kann man übrigens lustigerweise, wie es immer im Spiel ist, blockiert von etwas auf der anderen Seite. Achtung! So. Stase-Kapseln. Sieht so aus wie Tiefschlafbetten. Ich schätze, es gab wohl doch eine Besatzung. Eine kleine Mannschaft vielleicht. Also, wo sind sie? Harvester? Ich bin sicher, wir werden das bald herausfinden. Der Kontrollraum befindet sich ein Deck über diesem. Wir müssen zu dem Lift gelangen. Chang, stellen Sie fest, ob diese Trümmer weggesprengt werden können. Chell, finden Sie einen Plan dieses Decks. Xetlos, Sie und ich werden versuchen, die blockierte Tür mit Gewalt zu öffnen. Okay. Monroe, Murphy, finden Sie heraus, ob es einen anderen Weg gibt. So. Finden Sie einen anderen Weg, um das Team an den Trümmern im Flur vorbeizubringen. Ja, ich weiß nicht, Sir. Ich glaube nicht, dass diese Tür geöffnet werden kann, ohne dass der Gegenstand, der sie von der anderen Seite blockiert, weggeschoben wird. Mr. Chang, wie schätzen Sie die Lage ein? Es sieht nicht gut aus, Sir. Die molekulare Dichte und Zugfestigkeit dieses Materials sind so stark, dass meine Detonationspacks kaum die Oberfläche ankratzen könnten. Sieht aus, als wäre eine Wartungsluke auf der anderen Seite, aber... So. Chell, was hast du? Ich kann
diesem Terminal nicht mehr viel herausholen. Es ist ziemlich übel mitgenommen. Okay, so. Wir müssen hier lang. Telsia soll auch irgendwas machen, aber die macht... Hey, Alex hat einen Ventilationsschacht gefunden. So. Einmal Harvesterblatt machen. Hallo? Hi. Ich kann ihn sehen. Hat es geschafft. Mr. Monroe, finden Sie heraus, was die Tür blockiert. Ja. So, jetzt wird's lustig. Ah ja, Moment, hier war das. So, das dauert jetzt ein bisschen. Wir müssen mit dem Laser hier arbeiten. Na, ein bisschen noch. Na, komm schon, komm schon, komm schon. Eins noch. So, und nach oben. Na, eins muss nach links noch. Eins nach links. Jawohl. So, haben wir das. Und wo die Konsole? Wo ist die Konsole? Ach, hier. Feuer. Sehr schön. Einmal speichern. So, hallo, liebes Team. Kommt mal her. Er hat's geschafft. Na klar. Gute Arbeit, Monroe. Solides, deduktives Denken, Fenrich. Gute Arbeit. Dankeschön, Tuvok. Das freut mich sehr, dass du meine Arbeit wertschätzt. Endlich mal nach 8000 Jahren. So, Chell, bitte. Einmal Sesam, öffne dich. Vor allem, wir haben halt nur 3 Stunden irgendwie Zeit und die alle so, ja, total entspannt und gemächlich laufen sie hier lang. So. Ist alles total gemächlich hier. Ist nicht so, als hätten wir irgendwie Zeitdruck. Mann. 4 Stunden später. Laufen sie langsam ein hier. Wengung. Kommando. Der Kontrollraum befindet sich direkt hinter der nächsten Kammer. Okay, dann gehen wir da mal hin. Was zum... Scavenger! Sie sind... Hilfe! Entdeckung! Geben Sie auf, oder Eindringling! Wenn wir die Scavenger nicht bald neutralisieren, könnte es zu spät sein, die Harvester davon abschrecken, die Leute zu verstören. Hier drüben! Geben Sie auf, oder sterben Sie! Passen Sie auf! Geben Sie auf, oder sterben Sie! Geben Sie auf, oder sterben Sie! Ups. Okay. Der Kontrollraum befindet sich direkt hinter der nächsten Kammer. Was zum... Geben Sie auf, Eindringling! Geben Sie auf, Eindringling! Geben Sie auf! Geben Sie auf, Eindringling! Wenn Sie die Scavenger nicht mehr stabilisieren, wird es zu spät sein, um die Leute zu zerstören. Geben Sie auf! So. Geben Sie auf! Was hat das Scavenger hier zu suchen? Machen wir es halt so. Sieht aus, als hätten sie versucht, in den Kontrollraum zu gelangen. Diese Tür konnten sie aber nicht öffnen. Sehen Sie zu, dass es ihnen besser ergeht, Mr. Chell. Ja, Sir. Was für ein Desaster. Vielleicht hat sich die Mannschaft hier zum letzten Mal gegen die Harvester zur Wehr gesetzt. Hoffen wir, dass der Kontrollraum in besserem Zustand ist. Ja, sieht aus, schön. Als würden sie sich zum Kampf bereit machen. Nicht, dass es ihnen genützt hätte. Das ging schnell.
Ich hätte wohl nicht viel von einem Techniker, wenn ich nicht mal eine Tür öffnen könnte. Ja, da ist was dran. So. Wir sind im Kontrollraum. Sehr gut. So viele Knöpfe hier. Ich will alles drücken. Cheryl, versiegeln Sie die Tür für den Fall, dass noch mehr Scavenger da sind. Dieser Raum sieht ziemlich unberührt aus. Die Harvester sind wohl nicht so weit vorgedrungen. Die Mannschaft muss sie aufgehalten haben. Aber es hat sie ihr Leben gekostet. Offensichtlich. So, Status? Status? Irgendjemand? Diese Steuerungen scheinen einsatzbereit zu sein. Sieht aus, als könnten wir eine Menge Zeit sparen. Schließlich hat ja doch noch etwas funktioniert wie geplant. Die Umgebungsbedingungen sind normalisiert. Sie können ihre Helme absetzen. Das ist doch schon mal was. So, ich habe etwas gefunden. Sieht wie ein Computerlogbuch aus. Können Sie es noch einmal abspielen? Ja. Ich schicke es jetzt durch den Übersetzer. Hilfe! Sie kommt durch die Hülle! Unsere Waffen sind nutzlos! Ich kann nicht... Die Verteidigungssysteme sind abgeschnitten! Wir haben abgeschlachtet! Nein! Nein, zurück! Nein! Kann uns denn niemand helfen? Bitte! Sie bringen uns alle um! Zerstören unser Schiff! Niemand kann sie aufhalten! Oh mein Gott! Okay. Ablenkungen helfen uns nicht dabei, unsere Ziele zu erreichen. Das müssen die Harvester gewesen sein. Mr. Chell, nehmen Sie sich zusammen. Sie reißen die Voyager auseinander. Das ist genau das, was wir hier verhindern sollen. Auf jeden Fall ist das ein Rückschlag. Oh nein. Schätze, ich habe mich zu früh gefreut. Ich kann auf das Kampfschiff zielen und von hier aus feuern. Aber der Lademechanismus scheint nicht zu funktionieren. Die Ladung muss manuell geladen werden. Fenrich Monroe? Nehmen Sie eine kleine Gruppe mit zum Geschützrohr und fahren Sie mit dem Wartungswagen bis zum Ende. Dieser Plasmafokusleiter hier ist falsch eingestellt und schneidet Energie vom Feuermechanismus ab. Sie müssen ihn justieren. Dann machen Sie sich auf den Weg zur Zündkammer. Sobald Sie dort sind, müssen Sie den Energierundstab in die Zündkammer laden. Wenn Sie das getan haben, kann ich auf das Kampfschiff feuern. Damit gut. Weiter nichts ist. Chang, Xetlos, Sie kommen mit mir. Chell, Sie und Helsia bleiben hier. Puh, ich wusste, dass ich dran wäre. Hey, kein Grund zur Aufregung. Das Schiff ist verlassen. Es sollte keine Schwierigkeiten geben. Ich habe alle Sicherheitsschlösser an den Liften und Türen im Schiff deaktiviert. Sie sollten von hier aus problemlos weiterkommen. Das finde ich sehr gut. So. Erste Begegnung. Wir gehen wohl nicht auf diesem Wege zurück. Macht nichts. Sobald wir fertig sind, beamen wir uns hier raus. Okay, justieren Sie den Plasmafokusleiter neu, um den Feuermechanismus mit Energie zu versorgen. Begeben Sie sich in die Ladekammer 8 des Kampfschiffs. So, einmal hochheilen. Sehr geil. So, hier waren mal die Lithiumkristalle drin, so wie das ausschaut. Vorsicht! Was? Vorsicht? Ach nee, was bist du denn? Was ist das? Berühren Sie nichts. Mhm. Oh, oh. Okay. Ach, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Mr. Monroe, was passiert dort unten? Ich registriere eine Energiewelle. Hab einen. Mr. Monroe, wie ist Ihr Status? Dieses Schiff ist nicht ganz so tot, wie wir dachten, Sir. Es gab hier keinerlei Anzeichen für ein solches Verteidigungssystem. Sie müssen von einem anderen Teil des Schiffes gesteuert werden. Wir müssen einfach nur vorsichtig sein. In Ordnung. Tuvok, Ende. Ja. Yeah. Vielleicht sind es nur Wartungsroboter. Dann müssen wir für sie eine Plage sein. Wartungsroboter. Mit Waffen. Da ist noch einer. Was zum... Hinter Ihnen!
So, ich mache mal mit dem Phaser alles.